Jetzt hoffe ich, Philipp, dass du mich Ich höre dich. hörst. Super, du hörst mich. Dann freue ich mich erstmal sehr, dass du da bist. Eins kann man, glaube ich, schon mal vorweg sagen. Wir haben ja ein kleines Geheimnis darum gemacht, wer unser Geheimgast wird für den Landeskongress. Und manche Leute Okay. dachten, es wäre Helene Fischer. Manche Leute dachten, es wären Christian Lindner. Und die Freude war wirklich sehr, sehr, sehr groß, als sich herausgestellt hat, dass du der Geheimgast bist. Also wir haben sehr, sehr viele Likes für den Und Insta-Post bekommen. Und das zeigt auch, glaube ich, ja, wie spannend das ist, gerade weil du ja auf der aktuellen politischen Bühne nicht mehr so präsent zu sehen bist, wie du es einst warst. Und ich würde sagen, ich eröffne einfach mal mit ein paar Fragen und dann würden wir den Chat quasi da bitten, loszulegen. Und was mich erstmal interessiert, Philipp, ist, du warst vor einigen Jahren bis 2013 noch Vizekanzler, warst auch wahnsinnig jung für dieses Amt, warst Wirtschaftsminister, Gesundheitsminister. Und dann kam quasi der Wechsel und du bist in die Schweiz gezogen, hast dann in verschiedenen Funktionen, in verschiedenen Aufsichtsräten für Stiftungen gearbeitet. Was würdest du sagen? Bist du jetzt zufriedener und glücklicher als zu deiner Zeit als Vizekanzler? Kann man das sagen? Das würde mich mal interessieren zum Einstieg. Danke. Ich würde sagen, auf jeden Fall, das soll die Zeit auf jeden Fall nicht schlecht machen. Aber zur Wahl gehört dazu, also ich bin zufriedener, glücklicher. Ich meine, ich habe das erlebt und ich bin auch super dankbar, dass ich das erleben durfte. Aber jede Zeit hat dann so ihre eigene Phase und nach der Politik muss man alles anderes machen und das ist jetzt viel entspannter. Man steht nicht mehr so unter Beobachtung, man hat mehr Zeit für die Familie, für andere Dinge, die man gerne macht. Also das gefällt mir schon sehr gut. Und denke aber, je weiter es zurück ist, auch immer netter an die Politik zurück. Schon okay. Ja, möchtest du vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher darauf eingehen, was waren so deine Schritte, nachdem du quasi aus der Öffentlichkeit so mehr oder weniger verschwunden bist, in Anführungszeichen verschwunden? Ja, ist schon so verschwunden, weil ich meine, die Leute, wenn ich in Deutschland bin, dann erkennen die einen doch, aber dann haben die immer noch den Rösler von 2013 vor Augen. Und seitdem sind ja jetzt schon fast 8 Jahre vergangen. Und ich bin direkt nach der Wahl, nach dem Ausscheiden aus dem Amt, in den Vorstand des Weltwirtschaftsforums gegangen. Das Weltwirtschaftsforum, die machen ja das Davos-Treffen, die sitzen aber selber als internationale Institution in Genf und ist viel größer, als man denkt. Die haben 1.000 Mitarbeiter weltweit, 500, 600 sitzen in Genf. Und dann über die Welt verteilt. New York ist ein großes Office, in China haben wir ein Office, in Japan. Und ich war zuständig für alle ausländischen Aktivitäten. Denn zusätzlich zu dem großen Davos, was man macht, gibt es auch 5 bis 6 kleinere Summits, so hießen die da. Das haben meine Teams gemacht. Da war ich sehr, sehr viel unterwegs. Und ich hatte meiner Frau versprochen, dass wir eigentlich nach 4 Jahren, also alte Legislaturperiode, so denkt man ja dann immer noch, dann wieder zurück nach Deutschland gehen. Weil Genf, das habe ich unterschätzt als Deutscher, ist halt der französische Teil der Schweiz und wie Frankreich. Man spricht nur Französisch, die ganzen Verwaltungsabläufe, alles ist Französisch. Und das war für die Familie nicht ganz einfach. Und dann sind wir zwar dann nicht nach Deutschland zurückgekommen, sondern nach Zürich, aber zumindest in den deutschsprachigen Teil der Schweiz. Meine Frau arbeitet hier als Ärztin, ich habe ein kleines Büro und bin, wie du schon gesagt hast, in verschiedenen Aufsichtsräten dabei, zwischenzeitlich eine Stiftung aufgebaut, jetzt sogar schon zwei. Und mache vor allem Beratung von Unternehmen, die zwischen Europa, ASEAN und hier den deutschsprachigen Raum und Vietnam sich unternehmerisch betätigen wollen. Wir wagen gleich den Blick quasi nach vorne. Vielleicht noch eine letzte Frage zu deiner Vergangenheit, weil mich das natürlich auch interessiert. Ich war damals zum Beispiel noch gar nicht politisch aktiv, so in der Form. Und was ich aber sehr mitbekommen habe, ist, dass gerade zu Zeiten, wo die FDP eh sehr schlecht dastand und wo du quasi den Parteivorsitz relativ neu übernommen hast, dass das, finde ich, schon ein sehr unfaires öffentliches Klima dir gegenüber war. Auch sehr persönlich unfair, sehr angreifend. Wie hast du die Zeit damals wahrgenommen und was macht das mit einem? Ist das auch, also das muss ja schon auch einem sehr nahe gehen, oder? Naja, ich glaube, man würde lügen, wenn man sagen würde, dass es einen nicht trifft. Umgekehrt muss man halt wissen, dass es, und ich glaube, das wisst ihr auch jetzt schon, so eine Kategorie wie Fairness gibt es in der Politik, in der Öffentlichkeit eher weniger. Da wusste ich also schon genau, worauf ich mich einlasse. Habt ihr auch Politik sozusagen von klein auf dann dankenswerterweise bei den jungen Liberalen gelernt. Aber klar, wenn man dann so selber da drin steht und jedes Mal in der Zeitung lesen muss, ich sage mal ganz offen, wie bekloppt man eigentlich ist, dann findet man das nicht so schön. Und es ist ja auch nicht nur so, dass der politische Gegner das macht, sondern charmant gesagt, es sind ja auch oft die eigenen Leute, die sich daran beteiligen, meist nicht so richtig offen.
Aber das gehört halt zur Politik mit dazu, das muss man wissen. Und wenn man weiß, wofür man das macht, dann macht man das. Ich glaube immer nur, gefährlich wird es für eine Gesellschaft, auch für eine Partei, wenn man irgendwann Leute da an der Spitze hat, die das nicht nur aushalten, sondern schön finden. Gibt es auch. Solange man es macht, weil man es machen muss, weil es dazugehört, aber weiß, das ist nicht der schönere Teil der Politik und findet das auch nicht jetzt und empfindet das nicht als schönerer Teil, dann ist es okay. Wie gesagt, also das ist der weniger schöne, aber gehört halt dazu. Ja. Das. Der liegt hinten auf dem. Ich muss ganz kurz einmal sagen, wo der Schlüssel fürs Tor liegt. Ist auch wichtig organisatorisch, damit wir hier auch abbauen können. Aber finde ich gut. Ist auch wichtig, genau. Aber vielleicht ganz kurz noch, um da anzusetzen. Wir haben ganz viele Leute, als dein Grußwort heute eingespielt worden sind, geschrieben und haben uns auch bei Social Media geschrieben, dass sie sich sehr gefreut haben auch und haben da ein sehr, sehr positives Feedback gegeben. Die haben gesagt, so spricht nicht jeder Politiker. Das wirkt authentisch. Und vielleicht da auch nochmal anzuknüpfen, man selber kennt das ja, wenn es 10-mal positives Feedback gibt und einmal negatives, dann bleibt oft das Negative mehr hängen. Vielleicht das aber auch einfach mal ein vollständiges Bild zu geben. Vielleicht die letzte Frage, bevor ich so ein bisschen hier den Chat, also schreibt gerne eure Fragen rein, bediene, ist, wie siehst du die FDP jetzt? Also jetzt hast du ja ein bisschen Abstand gewonnen. Ich weiß nicht, ob du noch mit manchen Leuten intensiv in Kontakt stehst aus der jetzigen Parteiführung. Was würdest du der FDP aktuell für eine Note geben? Was glaubst du auch im Hinblick auf die Bundestagswahl? Wie sind wir gewappnet? Ja, also ich glaube, Noten, da steht mir, glaube ich, nicht zu, der Partei eine Note zu geben. Aber um es mal zusammenzufassen, ich finde, sie steht gut da. Ich glaube, hatte ohne jede Frage ihre schwierige Zeit direkt nach der letzten Bundestagswahl, als sie auftischen. Ich glaube, da war man auch nicht sehr fair zur FDP. Und um die andere Frage auch zu antworten, ich habe noch nicht viel, aber Kontakt natürlich zur FDP, vor allem zu meinem Landesverband, was auch schlichtweg daran liegt, dass die da jetzt, Stefan Birkner als Parteivorsitzender, Fraktionsvorsitzender dort, allesamt mit mir groß geworden sind und auch Christian Dürr auf Bundesebene, Christian Lindner. Ich hatte jetzt letzte Woche Geburtstag und Christian Lindner war echt der Erste, der zum Geburtstag gratuliert. Ich habe mir überlegt, der hat wahrscheinlich irgendwie so einen Alarmwecker eingestellt. Er hat irgendwie 0.24 Uhr, habe ich dann auch danach, ich habe da schon geschlafen und bin ja auch älter, also braucht seinen Schlaf. Aber da haben wir die Nacht kaum 0.24 Uhr. Also, und natürlich sprechen wir manchmal auch dann auch über die Politik. Aber die FDP ist, und das ist jetzt zur richtigen Zeit, es nützt ja nichts, wenn du zwischen den Wahlen gut dastehst, das war mal das Problem der Grünen, und dann nicht performst, wenn die Wahl dann stattfindet. Das finde ich, machen wir schon besser. Gerade jetzt, wenn die Landtagswahlen kommen, dann ist die FDP wieder gut da. Was übrigens auch daran liegt und einfach zu erklären ist, es sind jetzt auch die richtigen Themen, die eine Rolle spielen. Ja. Und ich meine, ich bin natürlich befangen, aber ich glaube, jetzt wird eine liberale Partei extrem gebraucht, so wie vielleicht noch nie vorher, jedenfalls nicht in den letzten 30 Jahren, seit ich dabei bin. Das ist ja vielleicht auch ein Statement, was man mit rausnehmen kann. Also auch alle, die jetzt den Landeskongress besucht haben, selten wurde eine liberale Partei so sehr gebraucht. Eine Frage, die häufiger kam hier im Chat ist, du warst ja Gesundheitsminister und die Frage ist, glaubst du, wenn die Corona-Pandemie oder eine vergleichbare Pandemie zu deiner Zeit aufgetreten war, als die FDP noch in Regierungsverantwortung war, wäre Deutschland besser gewappnet gewesen, als es die aktuelle Bundesregierung gemanagt hat? Naja, witzigerweise gab es ja zu meiner Zeit so eine Pandemie. Da bin ich sozusagen gleich mit reingerutscht. Das war die Schweinegrippe, es gab die Vogelgrippe. Später hatte Daniel Bahr, mein Nachfolger, die EHEC-Viren. Also wenn die Frage ist, ob ich besser gemacht hätte, als Sie, die es jetzt machen, da will ich fair sein, das kann man schlecht beurteilen. Aber was mich wundert ist, dass man so wenig daraus gelernt hat, was damals passiert ist. Und das ausdrücklich nicht das Verschulden von dem Ministerium oder meinen Nachfolgern, denn Daniel hat ja zum Beispiel, Daniel Bahr zum Beispiel, hat aufgrund der Erfahrung, die wir hatten, er war ja mein zuerst parlamentarischer Staatssekretär im Gesundheitsministerium und dann später selber Minister und hat die Schweinegrippe miterlebt und dann EHEC und hat dann dieses berühmte Pandemiegesetz auf den Weg gebracht, was jetzt ja knapp vor einem Jahr nochmal rasant verändert wurde. Also da wurden schon Vorbereitungen getroffen, aber das Grundproblem, dass der Föderalismus manchmal nicht so richtig hilfreich ist, das hat man nicht gelöst. Und das haben wir damals schon angesprochen, gerade auch als FDP. Denn witzigerweise ging es damals um das Beschaffen von Impfstoff. Die Länder wollten erst nicht, obwohl sie dafür zuständig sind, denn die Gefahrenabwehr, dazu zählt das Impfen, ist Sache der Länder. Die haben großen Wert darauf gelegt, dass es ihre Sache ist. Haben gesagt, sie machen das alles selber, sie können es selber, haben es dann gemacht. Versucht, es hat dann nicht geklappt und dann haben sie es alles dem Bund vor die Füße geworfen und der muss es dann machen.
Und erst hatte man zu wenig Impfstoff, weil man einfach zu wenig Geld ausgegeben hat und zu wenig bestellt hat. Und dann hatte man zu viel Impfstoff. Also hat mich jetzt keiner gefragt, aber ich würde jetzt mal jede Wette darauf eingehen, dass wir in ein paar Wochen viel zu viel Impfstoff haben werden. Und dann werden wir andere Probleme bekommen. Aber man neigt dazu immer von einem Moment aus auch unendlich zu schließen. Und das ist totaler Quatsch, aber irgendwie lernt man da nicht draus. Um die Frage zu beantworten, man hätte daraus lernen können, denn witzigerweise, dann höre ich auch auf, zu meiner Zeit, als ich Bundesgesundheitsminister war, waren all die, die jetzt Ministerpräsidenten sind, oder viele von denen, witzigerweise Gesundheitsminister. Also Frau Schwesig war Gesundheitsministerin zu meiner Zeit, Frau Dreyer war Gesundheitsminister zu meiner Zeit, Herr Söder war Gesundheitsminister zu meiner Zeit. Und die saßen alle in diesen Runden mit, als es darum ging, Impfstoff zu kaufen oder nicht. Jetzt, wo sie Ministerpräsident sind, haben sie es irgendwie alle vergessen. Ja, ja, ist eigentlich ein ganz interessanter Punkt. Hier eine Frage wird gestellt, Stichwort Comeback für die Politik. Ich meine, du bist ja jetzt auch noch in einem Alter, wenn man sich den aktuellen Bundestag anguckt, da wärst du immer noch eher einer der Jüngeren noch. Also ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass das noch möglich wäre. Könntest du dir das vorstellen oder sagst du, die Zeit ist vorbei? Also das ist auf jeden Fall ausgeschlossen, die Zeit ist vorbei. Wie gesagt, war eine großartige Zeit. Aber irgendwann muss man sich dann überlegen, dass man was anderes macht. Und dann muss man sich was anderes aufbauen. Das habe ich jetzt. Das läuft sehr gut. Und mein Lebensmittelpunkt ist immer da, wo die Familie ist. Die Familie ist jetzt in der Schweiz und fühlt sich da auch wohl. Ja. Ich gucke mir das gerne an. Aber wie du schon sagtest, also unser Treffen auf Clubhouse war nicht nur zufällig, nicht nur in einem Abendessen war, sondern seit langem, langem, dass ich überhaupt was im politischen Bereich gemacht hatte. Ja. Und insofern, ich glaube, jetzt ist Zeit für eine andere Generation. Und ja, ich gucke es mir an, aber das war es dann auch für mich. Ich finde das ein ganz interessanter Punkt, weil ich habe mal eine Dokumentation darüber gesehen über Politikerinnen und Politiker und Privatleben. Und das sind ja schon enorme Einschnitte. Ich meine, du hast auch Frau und Familie, hast Kinder. Und vielleicht ist das sogar, also ich finde es wirklich, deswegen war mir die Frage auch wichtig, finde ich es wirklich eigentlich auch schön zu sehen, dass du sagst, du bist jetzt glücklicher insgesamt als Vizekanzler. Das ist ja eine Position, da würden viele sagen, ja, kann man mal machen. Ist auf jeden Fall reizvoll. Aber das ist ganz, ganz interessant. Wo würdest du denn sagen, was vermisst du vielleicht dann doch an der Zeit? Was war besonders reizvoll? Ja, also erstmal, das Abschied ist ja kein Abend, wo man Spaß haben soll und auch nicht glücklich sein soll, sondern hat man eine gewisse Verantwortung übernommen. Aber was ich vermissen würde, na, ich habe wirklich viele Leute kennengelernt, was unheimlich spannend ist. Das finde ich übrigens auch in meinem jetzigen Leben noch unheimlich spannend. Und viele Themen. Also ich meine, ein Gesundheitsminister muss ja nicht Arzt sein. Im Gegenteil, ich war bisher der Erste und Einzige, der da als Arzt Gesundheitsminister war. Und auch als Wirtschaftsminister, ich glaube, Politiker und Minister, Politikführung haben die Aufgabe zu führen. Zu führen heißt, mutig zu sein, Entscheidungen zu treffen, dann die Kompetenz zu besitzen, ein Team zusammenzustellen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und dann musst du Menschen motivieren können, die getroffene Entscheidung umzusetzen. Ja. Und das hat am meisten Spaß gemacht, sich mit Leuten zusammenzusetzen, die haben die Dinge erklärt, die haben nochmal Hintergründe erläutert, damit du dann gemeinsam mit deinem Team die richtigen Entscheidungen treffen konntest. Ja. Und dann lag es an dir, die Entscheidungen umzusetzen. Das hat am meisten Spaß gemacht. Das ist jetzt ein bisschen anders, wenn du Beratung machst oder auch Aufsichtsgremien, dann guckst du eher und berätst andere, um Entscheidungen zu machen oder die Entscheidung machen sollen. Das habe ich immer geschätzt. Also wenn irgendwas fehlt, dann vielleicht das und einfach, dass man so viel gesehen hat und kennengelernt hat. Ja. Gar nicht von der Welt, sondern eher von der Politik, von den Menschen und von den einzelnen Themen, die wir so hatten. Das war schon unheimlich spannend. Ja, ganz interessant. Also ich glaube, wenn ich schon mal jetzt was mitnehmen kann, das ist wirklich das, also am Ende des Tages geht es natürlich auch für einen individuell, neben natürlich der ganzen staatspolitischen Verantwortung immer auch um so ein großes, ganzes Bild und dass da einfach auch mehr Fragen zugehören als quasi das bloße Amt und so. Da passt eigentlich die nächste Frage ganz gut zu. Wie viel kann man als Minister tatsächlich im Politikalltag entscheiden? Und wie viel sind Sachzwänge? Also wie viel von deiner Agenda oder mit der Erwartungshaltung, mit der du als Gesundheitsminister angefangen hast, konntest du wirklich umsetzen? Oder wie viel war auch tatsächlich eine Enttäuschung vielleicht sogar? Ja, zumindest war es eine Überraschung. Ich habe ja vorher als Landesminister angefangen, Minister für Arbeit, Wirtschaft und Verkehr in Niedersachsen, auch als Stellvertreter von damals Christian Wulff. Wenn du Gesundheitsminister wirst, dann denkst du erst, naja, was machen die denn und so? Und die können ja nicht viel machen, die haben vielleicht ein bisschen die Krankenversicherung. Die Wahrheit ist,
am meisten als Minister in der Funktion kann man tatsächlich machen als Bundesgesundheitsminister. Warum? Weil der Gesundheitsbereich eben nicht so wie es für einen freien Markt, wo eher die private Wirtschaft am Handeln ist, sondern das Gesundheitssystem ist sehr, sehr stark reguliert. Und wenn es sehr, sehr stark reguliert ist, bei mir steht irgendwie ein roter Knopf. Also ich habe sozusagen jetzt ein Redeverbot auf dem Screen. Aber ja, ja, genau. Ich habe einmal ganz kurz gewunken. Der Fernseher wird in einer Minute automatisch abgestellt. Das wollen wir halt vermeiden. Unser Technik-Experte läuft aufgeregt durch den Raum, aber er hat es gelöst. Super. Sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Tipptopp. Und Chino, ganz kurz. Sorry. Der kann am meisten machen. Und weil am Ende jede Entscheidung geht durch die Gremien und ganz allerletzte Entscheidungen werden oft vom Minister getroffen. Als Wirtschaftsminister, das ist ja das Gute, würden wir als Liberale jedenfalls sagen, machst du ja nicht die Wirtschaft, du machst ja nicht die Arbeitsplätze und ähnliche Dinge, sondern das soll ja hoffentlich die Unternehmen schaffen. Und deine Aufgabe ist es, denen zu helfen, dass sie es gut können. Also wie das Politiker muss so schön sagen, die Rahmenbedingungen zu setzen. Mhm. Das heißt, da beschäftigst du dich mehr als zum Beispiel im Gesundheitssystem, wo du eher noch zu den aktiv Handeln gehörst, als Minister. Witzigerweise beim Weltwirtschaftsforum ist es so, dass für die Wirtschaft weltweit viel häufiger der Finanzminister der Ansprechpartner ist, als ein Handelsminister oder nationaler Wirtschaftsminister oder Industrieminister. Das liegt schlichtweg daran, dass gerade für so ein Wirtschaftsleben, für Unternehmen oft die fiskalischen Bedingungen, Steuern und ähnliche Dinge eine viel größere Rolle spielen, als das, was ein Handelsminister oder ein Wirtschaftsminister macht. Die Liberale finden es ja auch nicht toll, Subventionen zu verteilen, sondern unsere Aufgabe ist es wirklich, den Rahmen zu setzen. Und deswegen kann man witzigerweise mehr machen als in Gesundheit als in Wirtschaft. Okay, das war so mein interessante Learning. Antwort. Jetzt haben wir aber nicht nur Fragen, die ganz lieb sind. Die Franziska leitet ihre Frage nämlich auch so ein. Die schreibt nämlich, die jungen Liberalen sind ja auch Stachel im Fleisch der FDP und fragt in diesem Zusammenhang, warum du für Sebastian Kurz ein Video veröffentlicht hast und für ihn geworben hast. Wir haben ja mit den Neos auch eine eher, ich würde sagen, linksliberale, aber eine liberale Partei, die sich ja auch als FDP-nah versteht. Wie kam es dazu? Warum hast du Sebastian Kurz unterstützt? Ja, also ich bin ja dann später aus der Politik rausgegangen, aus der aktiven Parteipolitik, natürlich immer noch Mitglied der FDP geblieben, aber zum Weltwirtschaftsforum. Das Weltwirtschaftsforum hat eine Einrichtung und eine Gemeinschaft gegründet, die hat viele Gemeinschaften. Eine heißt Young Global Leader, früher hieß die Global Leader for Tomorrow. Da werden junge Unternehmer, Journalisten, Vertreter der Zivilgesellschaft, aber auch Politiker dann ausgewählt und bin das 2009 geworden. Und da bleibt man quasi ein Leben lang so zusammen. Und die ersten Global Leader for Tomorrow, die es übrigens gab, die erste Kohorte war, da waren Angela Merkel drin, Putin, Sarkozy, Gordon Brown. So. Ich habe dann über das Weltwirtschaftsforum Sebastian Kurz kennengelernt. Der war damals Außenminister und wir haben immer, wenn die UN-Vollversammlung, die ist immer im Herbst, in New York, ist uns immer in New York getroffen und haben auch viel gemeinsam gemacht und haben uns da auch angefreundet über die ganzen Jahre hinweg und da hat meine politische Rolle, seine politische Rolle nie irgendwie eine Bedeutung gehabt. Und da hat er mich gefragt, ob ich was Nettes über ihn sagen möchte und er hat auch gesagt, du weißt schon, dass wir jetzt im Wahlkampf sind und ich auch der Spitzenkandidat bin. Und du warst ja auch mal Politiker und also Parteipolitiker. Und ich habe gesagt, ja, aber du bist ein Freund und ich finde dich gut und dann mache ich das. Dazu stehe ich auch. Ich hätte es auch für einen anderen guten Politiker machen können. Und das Schöne ist übrigens, außerhalb der Politik, das ist so ein bisschen mit deinen ersten Fragen, du kannst halt viel entspannter und lockerer mit anderen Parteipolitikern und Zugehörigen dabei sein und entspannt mit denen umgehen und einfach mit denen zusammen sein, weil sie gut sind, weil sie nett sind, weil sie spannend sind, interessant sind, ohne dass du sagen musst, no, ich darf mich aber mit denen nicht sehen lassen, weil sie in einer anderen Partei sind. Als Parteivorsitzender aktiv geht das nicht, aber wenn man ausgeschieden ist, ist man eben ausgeschieden. Und dann gehört das zu den wenigen Freiheiten, die man dann hat. Jetzt kann man natürlich kritisch anmerken, dass es natürlich nochmal ein Unterschied ist, ob man sich jetzt mit jemandem in Anführungszeichen sehen lässt oder ob man aktiv für ihn wirbt in einem Wahlkampf, wo ja dann auch Stimmen, also ich meine, die Wählerwanderung zwischen Neos und der Volkspartei von Sebastian Kurz sind ja schon relativ groß gegeben. Aber ich glaube, das Thema müssen wir jetzt auch nicht, ja, Franziska schreibt nochmal was, aber ich glaube, das Thema müssen wir jetzt auch nicht in aller Ausführlichkeit hier behandeln, weil es gibt noch ganz viele andere spannende Fragen. Maximilian, Grüße gehen raus, fragt,
dass Thomas de Maizière mal von Ministermappen berichtet hat, die er vorgelegt bekommen hat zu seiner Zeit. Und dass das Ministerium quasi indirekt in diesen Mappen versucht hat, aktiv politisch zu lenken. Hast du das auch wahrgenommen? Also gab es Leute quasi, die in den Entscheidungsvorlagen versucht haben, vielleicht auch eher gegen deine Richtung Einfluss zu nehmen? Ja, also sagen wir so, du kriegst ja dann immer in der Tat, wie gesagt, du musst entscheiden, das ist die Aufgabe eines Ministers, und du kriegst dann immer sogenannte Vorlagen, also die berühmten Ministermappen, wo dann jeder draufschreibt, der es gesehen hat, in verschiedenen Farben. Das ist ja auch seit Kaiserszeiten in Deutschland so. Und am Ende muss der Minister immer in grün unterschreiben, wenn er es denn so möchte. Und natürlich, die Menschen sind, wie die Menschen sind. Jeder versucht da, will ich sagen, zu manipulieren, aber doch seine Position dort reinzubringen. Hofft dann so ein bisschen, kriegt der Minister das mit oder nicht. Das gilt übrigens für Parteifremde wie für Parteieigene. Man muss immer wissen, eine absolute Neutralität gibt es nicht. Und wenn dort ein Vermerk kommt, der die Sachverhalte darstellt, dann musst du immer davon ausgehen, dass sie natürlich von einem Menschen aufgeschrieben sind, zum Glück noch. Und deswegen mit einer bestimmten Absicht und Intention, die muss man versuchen, dann herauszubekommen. Das macht es eben aus, nicht ein guter Minister zu sein, sondern Entscheidungen zu treffen und zu finden, den Kern der Fakten, die du wirklich brauchst, um eine substanzielle, qualifizierte Entscheidung zu treffen, zwischen einer politischen Beeinflussung, dass du das unterscheiden kannst. Das gelingt nicht immer, aber deswegen hast du oft ja auch, und nicht oft, sondern immer, gute Freunde um dich herum, Büroleiter, Stabschef, die hoffentlich, und Staatssekretäre, denen man vertrauen kann und die wirklich solche Dinge gut lesen und gut filtern. Kommen wir zu einem anderen typisch liberalen Thema. Das war wahrscheinlich zu deiner Zeit bei den Julis genauso. Bei uns wird auch bei nahezu jedem Kongress, bei diesem glaube ich tatsächlich gar nicht, aber sonst bei jedem Kongress eigentlich über Steuern gesprochen. War ja auch 2009 mit das Gewinnerthema, wo du ja auch sehr erfolgreich dann quasi auch eingezogen bist. Wenn du jetzt auf die Steuerpolitik aktuell guckst, welche Steuer würdest du angehen wollen? Wo würdest du sagen, da könnte man vielleicht senken? Ist es vielleicht eine langfristige Mehrwertsteuerreform oder eine Einkommensteuerreform? Was würdest du sagen, ist, wenn du einen Tipp geben könntest? Ja, Tipps von jemandem, der jetzt da in der Regierung war, die jetzt nicht das ganz geliefert hat, was wir zuerst 2009 versprochen haben, ist natürlich gewagt. Aber vielleicht will ich mal so sagen, kann man ja ganz offen über seine Fehler von damals sprechen. 2009 haben wir, wie du schon gesagt hast, einen super Erfolg gehabt mit dem Versprechen für ein niedriges, einfaches und gerechtes Steuersystem. Und will ich ja nicht ewig drauf rumreiten, aber wenn dich ganz viele Menschen genau deswegen gewählt haben und du kommst dann in Rio mit einem Bombenergebnis, mit 5 Bundesministern, die hatten wir seit langem nicht, und so ein Ergebnis hatten wir auch nur einmal besser nach dem Zweiten Weltkrieg, und dann passiert genau das nicht, dann kann man schon verstehen, dass dann viele Menschen enttäuscht sind. Und viele haben auch gesagt, es geht uns gar nicht darum, dass wir weniger Steuern bezahlen sind, dass man die Steuersätze senkt, das war ja ein Teil, sondern ihr habt ja ein niedriges, einfaches und gerechtes Steuersystem. Konzentriert euch doch dann wenigstens auf das gerechte und einfache Steuersystem. Und um deine Frage zu beantworten, ich glaube, das bleibt nach wie vor aktuell, dass man es einfach einfacher machen sollte. Und die Leute sind ja bereit, und es gehört ja auch dazu, als guter Staatsbürger Steuern zu zahlen, es kann ein System an Infrastruktur nicht funktionieren. Und keiner in der FDP sagt auch, dass wir keine Steuern wollen. Aber ich glaube, einfacher sollte es sein, damit man das bezahlt, aber sich dann ansonsten auch darauf konzentrieren kann, das Geld zu verdienen, was man bezahlen soll, und nicht damit beschäftigt ist, genau die kleinen Details rauszufinden, wo man nun was wie zu bezahlen hat oder zurückzubekommen hat. Deswegen nochmal, das Einfache und Gerechte, das wäre immer noch ein schönes Thema, und das gilt für alle Steuern. Das, ich glaube, es muss sich auch so ein bisschen in der Erzählung einbetten. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, wir haben ja seit einiger Zeit wieder Nordrhein-Westfalen als Juli-Bundesvorsitzende mit Jens Teutrine, der ja eine sehr interessante Geschichte hat, wo es auch große Presseaufschläge gab, weil wenn man, das ist leider so, an die FDP und die Julis denkt und mit Leuten außerhalb der Politik spricht, dann sagen immer noch viele, die Besserverdienerpartei und klar, Anwaltssohn, bla bla bla. Aber da steckt eine ganz spannende Aufstiegsgeschichte hinter. Und so geht es vielen Leuten, mir persönlich zum Beispiel auch. Und ich glaube, wenn man Steuern nicht immer nur begreift als was Millionäre angeht, weil die Linkspartei zum Beispiel redet ja eigentlich immer nur von der Millionärsteuer und von den Superreichen, sondern wenn man die Leute wirklich in den Blick nimmt, die auch jetzt in der Corona-Krise um ihren Arbeitsplatz kämpfen, dann geht es ja um ganz andere Existenzen. Und eine faire Steuerpolitik ist ja auch Zeichen von einer lebenslangen Leistung, die man durch Bildung und Ähnliches geschafft hat, nicht wahr?
Absolut. Ich glaube, da war es angeworben, also ich habe das auch gelesen, fand es auch faszinierend vom neuen Bundesvorsitzenden. Das Aufstiegsversprechen, das ist das Entscheidende und das ist das, finde ich, sehr charmant. Und manche sagen ja auch, oh, FDP, Liberalismus hat immer so eine unangenehme Botschaft und ist so schwer. Stimmt gar nicht. Genau dieses Thema Aufstieg, Aufstieg durch Bildung, Weiterbildung, Fortbildung, das ist eigentlich das entscheidende Thema und das ist ein super sympathisches Thema und urliberales Thema und ich glaube, wenn man sich darauf konzentriert, und das macht ja die FDP wieder zunehmend, dann erklärt sich da auch der jetzt auch gerade wieder zunehmende Erfolg. Mhm. Kommen wir vielleicht noch einmal zurück zu Corona. Josh fragt, Stichwort EU, hat die Europäische Union in Bezug auf den Impfstoff alles richtig gemacht? Ich könnte mir vorstellen, dass das fast eine rhetorische Frage ist, aber vielleicht dann eher die Frage, was hätte besser laufen können auf europäischer Ebene? Ja, sagen wir mal so, fair ist es zu sagen, es war gut, dass Europa zusammenstand und gesagt hat, komm, wir machen das alle gemeinsam. Gerade, dass Deutschland bereit gewesen ist, das zu tun, mit der deutschen Kommissarin, weil die Kleinen immer Angst haben, dass die Großen kommen, alles wegnehmen und dass Deutschland zuerst einen Impfstoff hat und dann Portugal, Griechenland oder wer auch immer dazu kommt. Das hat man vermieden. Der Fehler war, dass der Fokus vielleicht ein bisschen zu sehr darauf gelegen ist, zu sagen, oh Mensch, jetzt sind wir aber 27 Mitgliedstaaten. Jetzt wollen wir bei der großen Menge es auch besonders billig haben. Anstatt sich darauf zu konzentrieren, es möglichst billig zu haben, hätte man sich darauf konzentrieren sollen, es möglichst schnell zu bekommen. Und in dieser Frage hätte man diese Skalierungsmöglichkeit, diese Marktmacht, die man mit so vielen Staaten hat, mit so vielen Menschen, hätte man nutzen sollen, nicht um hier oder da ein paar Euro zu sparen, sondern um es möglichst schnell zu bekommen. Wenn man sich anguckt, dass Israel so erfolgreich ist, angeblich, das ist auch nur ein Gerücht, was man in der Schweiz hört zumindest, waren die bereit, irgendwie $10 mehr zu bezahlen pro Dosis. Das sind dann $20 pro Nähscan. Und da bist du bei 8 Millionen relativ günstig bei weggekommen. Wenn man sieht, was wir sonst an Milliarden in Corona-Förderung Hilfen stecken, also da wäre es sicherlich klüger gewesen, ein bisschen mehr Geld auszugeben und dafür schneller dann Impfstoff zu bekommen. Ich finde auch, wenn wir über die Corona-Zeit reden, dann ist das ganze Stichwort Kommunikation für mich ein ganz entscheidendes. Also das hast du in deinem Grußwort auch so ein bisschen angesprochen und so ein bisschen dich auch fassungslos darüber gezeigt, wie das zum Teil abläuft. Ich habe vorhin schon angesprochen, dass ich das damals dir gegenüber unter anderem sehr unfair fand, wie umgegangen ist. Und ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, es werden einfach immer weiter Gräben aufgezogen, ohne diesen kleinen und so wertvollen Schritte aufeinander zuzugehen. Also da gibt es die Leute, die sagen, Corona gibt es nicht und die bleiben da auch stehen. Und dann gibt es auch die Leute, die ganz radikale Positionen beziehen und erst bis der letzte Corona-Fall quasi vorbei ist, einen Lockdown harten wollen. Ne? Und da werden so viele unfaire Argumentationsweisen gemacht. Und auf der anderen Seite ist so eine Debatte rund um die Meinungsfreiheit auch schon häufiger entstanden, als beispielsweise in Hamburg Bernd Lucke, der dann inzwischen wieder, also ehemaliger AfD-Gründer, muss man dazu sagen, wer ihn nicht kennt, und inzwischen wieder als Professor agiert und von den Studierenden dort vor Ort niedergebrüllt wurde und quasi gar nicht unterrichten konnte. Da ist ja auch nochmal so eine Debatte rund um Meinungsfreiheit entstanden. Wolfgang Kubicki hat ein Buch darüber geschrieben. Vielleicht auch mit ein bisschen Abstand. Wie nimmst du das Debattenklima aktuell wahr? Was ist deine Einschätzung? Ja, du hast ja gefragt, ob ich wieder in die Politik zurückgehen wollte. Und da könnte man das Nein nochmal verdoppeln, weil am Ende ist es so, dass zu meiner Zeit eine andere Debattenkultur herrscht. Ich habe vor 2 Jahren den Bundestag mal besucht. Ich bin immer noch, ich würde sagen, ich finde es ein bisschen kurz, mit Wolfgang Schäuble befreundet und habe den Besuch, der ist der Bundestagspräsident, habe dann von seinem Stockwerk aus mal runtergeguckt ins Plenum. Und anders als zu meiner Zeit gibt es ja jetzt die AfD zum Beispiel im Bundestag. Da läuft es am kalten Rücken runter. Nicht nur, weil die da sind, sondern weil sie auch die Debattenkultur nicht nur verändern, sondern ganz bewusst verändern. Weil sie eben die Demokratie verachten und Instrumente der Demokratie eben auch missbrauchen, um ihre Verachtung zum Ausdruck zu bringen und zu verstärken. So, und deswegen bin ich so entsetzt, ja, wenn jetzt die ganze Öffentlichkeit damals auf die FDP losstürmt vor ein paar Wochen, als Christian Lindner und andere gefordert haben, man müsste doch mal mehr das Parlament mit einbeziehen. Also auch solche Spezies wie die Grünen, die haben dann gesagt, oh nee, muss man nicht, wir haben doch Ausschüsse und so. Also was Beklopptes habe ich noch nie gehört. Das ist, man würde sagen, Selbstmord des Parlaments, Selbstentleibung, wenn die Grünen sagen, na, wir haben doch aber Ausschüsse, da wird doch auch drüber gesprochen. Das, was du angesprochen hast, ist, es gibt in weiten Kreisen von ganz normalen Menschen
erschreckende Verschwörungstheorien. Ja. Wirklich erschreckende Verschwörungstheorien. Und warum gibt es die? Weil eine sachliche, transparente Debatte eben nicht stattfindet. Sowas kommt von sowas, hatte ich auch schon gesagt. Klar, wenn das alles in der Ministerpressekonferenz passiert, die finden immer nachts statt und dann kriegt keiner mit, wenn morgens eine Pressemitteilung dann rauskommt. Und wie so eine Diskussion zustande und die Gründe dafür. Das beste Beispiel ist diese Zahl von Inzidenzzahl von 50 auf 35 zu senken. Das könnte man zumindest argumentieren und sagen, naja, es geht jetzt um eine Mutation, die ist noch ansteckender, deswegen ist die Zahl 50, die für das alte Virus galt, nicht mehr so ganz aktuell, lass uns über die 35 reden, ob es uns gefällt oder nicht. Hätte man sagen können, hat man aber nicht. Sondern man ist rausgekommen und hat die ganze Menschheit, die man wochenlang, monatelang auf 50 gedrillt hat, damit überrascht zu sagen, oh, ist übrigens das 35, that's it. Das ist unser Beschluss. Und wenn ich sowas vorgesetzt kriege, und ich bin jetzt zufällig dann kein Arzt, dann wird es komisch. Und deswegen glaube ich, dass das extrem schlimm ist. Und zu meiner Zeit, ja, da war es auch nicht schön, da gab es eine Debattenkultur und denke, boah, also was für ein Scheiß. Aber das war auch schon vor meiner Zeit so und wird sich nicht ändern. Aber es hat nochmal leider sich um einiges verschlechtert. Und das ist so ein bisschen selbstverstärkend. Okay? Die Debattenkultur geht verloren. Weil sie verloren geht, entfremden sich die Menschen von der Politik. Weil sich die Menschen von der Politik entfremden, werden die Populisten immer stärker. Mhm. Ich habe auch wieder so einen Ja-Nein-Button da vor meinem Näschen. Auf dem Screen. Sie können Ihre Magic-Fernbedienung verwenden. Ja, wollen wir die Magic-Fernbedienung verwenden, Jungs? Weiß ich nicht, was klingt ein bisschen unseriös. Weiß ich auch nicht. Okay, alles klar. Aber hat funktioniert. Die Magic-Fernbedienung hat funktioniert, was auch immer das ist. Vielleicht auch das nochmal in die Community. Wenn ihr wisst, was eine Magic-Fernbedienung ist, einfach mal bei Twitch in den Chat schreiben. Ah ja. Wie bei der Wii. Weiß ich nicht, ob du das kennst. Die Spielkonsole Wii, vielleicht ist es so ähnlich. Naja gut, kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Ich habe mal in der Fraktion immer gespielt. Ja, in der Fraktion immer gespielt, ja. Auch das, guck mal, das sind Fun Facts, die hätten wir sonst nicht erfahren. Hier Franzi Brandmann fragt nochmal auch zum Thema Gesundheitspolitik. Abschaffung Paragraph 219a, Schwangerschaftsabbruch, Werbeverbot für Schwangerschaftsabbruch. War das zu deiner Zeit schon Thema und wie nimmst du die Debatte wahr? Wir Julis haben uns ja sehr klar positioniert, die FDP ja auch. Wie siehst du das? Ja, zu meiner Zeit war das kein Thema, aber ich finde, man sieht ja insgesamt so einen gewissen Rollback momentan auch, wenn du dir Polen zum Beispiel anguckst, in Frage Schwangerschaftsabbrüche und so. Also ich finde das schon erschreckend, was hier mitten innerhalb der Europäischen Union passiert. Und wir sind die Partei der Aufklärung. Und wir wollen, dass die Menschen selber Entscheidungen treffen können, verantwortungsvoll treffen können. Aber damit sie eine qualifizierte Entscheidung verantwortungsvoll treffen können, müssen sie erstmal Wissen haben. Sie müssen Argumente kennen. Sie müssen Fakten kennen. Und dafür braucht es auch eine Aufklärung. Und einen Weg zu gehen, zu sagen, wir wollen das nicht mehr, das halte ich für falsch, wenn nicht sogar mittelalterlich. Also man schüttelt wirklich mit dem Kopf, was momentan da passiert. Und es geht wirklich so immer mehr in Richtung gefühlte Wahrheit als Fakten. Und das finde ich hochgefährlich. Ja, glaube ich, eine Antwort, mit der wir sehr gut leben können. Vielleicht was sehr Allgemeines. Niklas fragt, was wäre ein Juli-Antrag, den du gerne sehen würdest? Also wo könnten sich die jungen Liberalen in welchem Themenfeld vielleicht stärker austoben? Na, ich finde, ihr macht das jetzt gerade genau richtig. Also was mich umgetrieben hat, ist die Frage, wie sympathisch ist so ein Liberalismus eigentlich und damit auch eine liberale Partei. Und gebe zu meiner Zeit bin ich nicht drauf gekommen auf das Thema Aufstieg. Aber das finde ich ein super spannendes Thema und wer, wenn nicht eine junge Generation, könnte das thematisieren. Dass man eben sagt, das ist schon alles, was drum rumgehen muss, dass man Wissen haben muss, dass man Zugang zur Digitalisierung haben muss in den Schulen. Also ich glaube, all das sind Themen, die sehr glaubwürdig von einer Jugendorganisation vertreten werden können. Und das Zweite, das hat die FDP ja auch wieder verstärkt in Fokus kommen nach meiner Zeit, ist das gesamte Thema Bildung. Nicht nur im Bereich Aufstieg, sondern auch für im Sinne von Weiterbildung, Ausstattung der Schulen. Ich denke, da gibt es genügend Anträge von den Liberalen, aber das finde ich genau richtig. Das ist das richtige Thema, nicht nur für eine Jugendorganisation, sondern auch für so eine liberale Grundhaltung, Geisteshaltung insgesamt. Vielleicht ganz kurz nochmal Frage an die Technik, David. Das Bild ist auf jeden Fall sehr hell geworden. Ich weiß nicht, ob es an uns liegt. Nur mal die kurze Frage. Ansonsten, ja, David schaut nach. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Fragen drin. Einer schreibt sogar, bei ihm ist der Stream weg. Wir checken das.
Obwohl, jetzt ist das Bild wieder besser zu sehen. Ich mache einfach mal weiter. Wenn es nicht läuft, sagt ihr mir. Okay, wir waren kurz offline. Das Internet war weg. Ja gut, aber das kennt ja jeder aus jeder Konferenz. Okay, Internet ist offensichtlich wieder da. Anna steht nur im Bild. Kein Problem. Aber gut, so diese technischen Probleme, die kennt, glaube ich, jeder in den heutigen Zeiten. Das wirst du auch schon ein paar Mal erlebt haben. Ja, absolut. Und ich muss leider mit schlechten Nachrichten weitermachen, denn es ist noch mal eine Frage zu 2013 dabei. Das kann ich dir nicht ersparen. Es wird noch mal gefragt, was können wir aus 2013 quasi lernen? Oder was ist auch jetzt mit ein paar Jahren, die durchs Land gezogen sind, so was ist der Punkt, wo du sagst, das ist besonders schief gelaufen, das darf der FDP nicht noch mal passieren? Ich glaube, die FDP hat daraus gelernt. Also einmal eine klare thematische breite Ausrichtung. Zweitens das Versprechen, was man halten kann und es dann auch zu halten, wenn man es umsetzen kann. Jetzt bist du auch weg. Ich kann dich noch hören, aber nicht sehen. Ja, du kannst mich nicht mehr sehen. David hat offensichtlich die Kamera ausgeschaltet. Ja, ja, wir machen einfach mal weiter. Solange man mich hört, ist ja gut. Und du stehst ja auch im Vordergrund erstmal der Veranstaltung. So war es ja auch ein bisschen 2013, es sah alles ziemlich schwarz aus, aber es ist dann wieder besser geworden. Also wir hoffen mal, dass die Kamera dann gleich wieder eingeschaltet wird. Ich hoffe auch. Aber am Ende ist es tatsächlich so, das ist das Wichtigste. Wenn man die Menschen enttäuscht hat und die Leute einfach schlichtweg sauer sind, weil man nicht geliefert hat, dann wird man halt nicht wiedergewählt. Und daraus sollte man lernen. Wie gesagt, dass man eben die Dinge bespricht, die auch realistisch umsetzbar sind, dass man die Menschen da nicht enttäuscht und dass man es auch wirklich versucht. Und es dann macht. Und ich weiß ja, dass die FDP sehr stark kritisiert wurde dann dafür, dass sie nicht in die Jamaika-Koalition eingestiegen ist. Aber man darf ja nicht vergessen, was die Gründe dafür waren. Und zu sagen, wir können das, was wir uns vorgenommen haben, das, was wir den Menschen versprochen haben, eben in dieser Konstellation nicht umsetzen. Und bevor wir dann in eine Regierung gehen, und dann die Menschen enttäuscht sind von dieser Regierung und sagen, aber die FDP hat doch XY versprochen, Abschaffung, Solidarzuschlag und was auch immer, und hat es dann, obwohl sie in Regierungsverantwortung war, nicht umgesetzt, vielleicht wäre das sogar noch schlimmer geworden. Also ich glaube schon, dass man die gesamte Partei aus den Fehlern von 2013 gelernt hat. Und auch das will ich nicht verschweigen. 2013 und in den Jahren davor war die FDP alles andere als geschlossen. Und das merken die Menschen. Die werden wahrscheinlich noch nicht mehr sagen, wer hat wann was gesagt und wer war schuld, aber es bleibt das Gefühl bei den Menschen, naja, das ist so zerstrittene Haufen, die beschäftigen sich mehr mit sich selbst als mit unseren Problemen. Dann sollen wir sich mal mit sich selbst beschäftigen lassen und wählen die, die sich mit unseren Problemen beschäftigen. Da hat die FDP von gelernt, durch ihre Geschlossenheit, das war auch schon Teil des Erfolges von 2017, und ich hoffe jetzt sehr auf einen noch größeren Erfolg 2021 für euch. Ja, genau. Also das Bild sah kurz mal aus, wie man den Teletext irgendwie aus den 90er Jahren kannte. Aber jetzt siehst du mich ja wieder, das ist die Hauptsache. Parallel wird hier so ein bisschen abgebaut, das muss man so ein bisschen zur Erklärung sagen. Wir haben jetzt einen langen Kongress hinter uns, aber dennoch sind noch ein paar Fragen im Chat. Die möchte ich, jetzt sehe ich dich nicht mehr, doch jetzt sehe ich dich wieder. Die möchte ich natürlich noch stellen. Es geht auch noch mal um Gesundheitspolitik. Julian fragt, was würdest du als Gesundheitsminister jetzt am Gesundheitssystem ändern? Zum Beispiel, ich kenne mich ehrlich gesagt nicht so gut aus, deswegen lese ich das einfach so vor, zum Beispiel eine monistische Finanzierung der GKV, also der gesetzlichen Krankenversicherung. Was sagst du dazu? Ja, also es gibt ja immer wieder Überlegungen, wie man die gesetzliche Krankenversicherung anders finanzieren kann. Jetzt wird es über Beiträge finanziert, wie man sie über Steuern finanzieren kann. Da kümmert man sich ja vor allem um die Einnahmeseite. Da wird alles nichts nützen, wenn die Einnahmeseite gleich bleibt, erhöht wird, aber die Ausgabeseite immer schneller wächst als die Einnahmen. So ist das im Leben und nicht nur in der Gesundheit. Die Idee war damals auch darüber nachzudenken, wie kann man eigentlich das System so verbessern, dass es Anreize gibt, Geld zu sparen, anstatt Geld auszugeben. Ganz konkret war das Thema von mir und später auch von Daniel Bahr, das Thema Prävention. Und da sind wir immer noch sehr am Anfang. Eigentlich ist es ja logisch zu sagen, hey, wir geben lieber Geld in Prävention und spare dann hinterher Geld in der tatsächlichen Therapie, weil es eben gar keine Krankheiten gibt. Dann ist es besser angelegt, es ist besser für die Menschen und zweitens spart man noch Geld, weil die Prävention ist günstiger als die eigentliche Therapie hinterher. Das Problem ist,
dass man die Prävention zu Anfang bezahlen muss. Da muss man also quasi investieren. Und man sieht da nicht so richtig, was man hinterher gespart hat. Und deswegen wird das nicht so gerne gemacht. Und deswegen passiert da auch nicht so viel. Aber wenn es das gibt, was ich ändern würde, dann wäre das zum Beispiel das. Also gar nicht so sehr an der Einnahmenseite, sondern ich würde mich vor allem darum kümmern, dass man versucht, Anreize zu schaffen, dass man Geld spart und dass man gesundheitsbewusstes Verhalten mehr fördert als bisher. Lass mich, Philipp, vielleicht auch so ein bisschen zum Abschluss des Gesprächs noch ein bisschen vielleicht zu dir persönlich fragen. Was sind deine Ziele? Was hast du dir noch für Projekte vorgenommen? Gibt es noch was, wo du sagst, das würde ich gern noch mal realisieren oder das wäre noch mal ein Projekt, das möchte ich machen? Oder vielleicht auch einfach wozu bist du noch nicht gekommen, trotz der Auszeit oder trotz des Wechsels quasi aus der Politik? Naja, also beruflich ist es so, wie gesagt, ich habe mit mir eine Stiftung aufgebaut. Das ist sehr erfüllend, wenn man eine Stiftung aufbauen kann, wenn es Menschen gibt, die mit ihrem Geld, also nicht mein Geld, sondern deren Geld, es der Allgemeinheit zur Verfügung stellen und da ein System aufzubauen, das die richtigen dann trifft, möglichst effizient. Das mache ich unheimlich gerne. Ich bin Chairman von einem kleinen Venture Fund, der ist in Vietnam, nur für vietnamesische Startups. Da berate ich auch viele Digitalunternehmen weltweit. Aber das macht unheimlich viel Spaß. Und wenn ich mir das wünschen dürfte, dann wäre es, dass eines von diesen Unternehmen, was in unserem Portfolio ist, vielleicht ein Unicorn wird. Es gibt bisher nur ein vietnamesisches Unicorn. Es wäre schön, wenn es noch ein zweites gäbe. Das finde ich unheimlich spannend. Das ist sozusagen dann mein, wie man so schön sagt, Day-to-Day-Business. Und das mache ich gerne. Privat fühle ich mich super wohl. Es macht viel Freude, viel Spaß. Und da würde ich jetzt gerade erstmal gar nichts ändern wollen. Ja. Ja, also ich kann nur noch mal, das wurde im Chat wirklich häufig geschrieben und vorher, ich kann mich auf jeden Fall nur noch mal bedanken, auch dass du dir am Wochenende die Zeit genommen hast für uns, jetzt noch mal eine Stunde Q&A. Julian schrieb auch noch mal vielen Dank für die ganzen ausführlichen Antworten und ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe auf jeden Fall noch mal ein bisschen was mitgenommen. Ich meine, wir als Freie Demokraten sagen ja auch immer, dass Veränderungen zum Leben dazugehören, ne? Also auch gerade in der Sozialpolitik etc. Und ich finde es, also das ist nach wie vor die Antwort, die finde ich am spannendsten ist. Auch wir als diejenigen, die hier beispielsweise vom Landesvorstand sitzen, die sich viel, viel Zeit mit Politik beschäftigen und sich gar nicht vorstellen können, dass es quasi von einem auf den anderen Tag quasi anders ist, dass so ein Wandel im Leben oft auch, glaube ich, zu mehr Glück und größerer Zufriedenheit führen kann. Das sind so Sachen, über die redet man, glaube ich, auch seltener, gerade so im Alltag. Das fand ich ganz, ganz spannend. Und ja, möchte mich auf jeden Fall sehr bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Wenn du noch ein paar Worte für uns hast zum Abschluss, wäre ich sehr dankbar und vielleicht schon mal auch nochmal danke an alle, die bis jetzt noch im Chat geblieben sind und sich dieses spannende Gespräch angeguckt haben. Erstmal möchte ich danke sagen, erstmal für eure Zeit. Ich meine, ich habe ja gelernt, ihr habt gestern Abend, habt ihr angefangen, 3 Stunden Landeskongress gehabt. Wenn jetzt heute und es ist ein Unterschied, ob man so einen Landeskongress hat oder einen virtuellen, ist man ja doch konzentrierter, wenn man davor sitzt. Und dann noch hinterher zu sagen, oh, jetzt tue ich mir das auch noch an, wenn so ein alter Politiker dann noch erzählt. Also finde ich jedenfalls super. Das Zweite ist, also ja, es gibt auch ein Leben außerhalb der Politik. Das ist unheimlich schön, kann auch schöner sein als das innerhalb der Politik. Aber auch das Leben in der Politik ist nicht schlecht. Das soll jetzt nicht der Eindruck bleiben, jetzt geht alle raus, dann werdet ihr glücklicher sein. Ganz im Gegenteil, ich habe ja das mal erzählt, meine Frau ist zwar auch Ärztin, wir haben an der gleichen Uni studiert, aber wir haben uns kennengelernt, weil sie die Pressesprecherin der Jungliberalen Niedersachsen war, als ich Landesvorsitzender war. Und so haben wir uns kennengelernt und haben uns eher selten an der Uni gesehen. Also man kann auch sein Glück dann innerhalb sozusagen ganz konkret der jungen Liberalen finden. Und wir sind bis heute verheiratet und sind glücklich. Und unsere Kinder sind jetzt 12, wir haben Zwillinge. Noch 2 Jahre, dann versuchen wir sie dann entweder bei jungen Liberalen als Ehrenmitglied oder Mitglied zu bringen in Niedersachsen vom Ausland her. Oder die heißen in der Schweiz die FDP Jungfreisinnige. Also für die Kollegin, die vorhin nach der ÖVP gefragt hat, keine Sorge, ich bleibe der liberalen Sache immer treu. Und die Kinder würden dann sich den, die sind übrigens auch relativ konservativ im Vergleich zur deutschen FDP, also dann würden wir sie zu den Jungfreisinnigen schicken. Also, und ja, engagiert euch, das macht unheimlich viel Spaß und ganz ehrlich, ihr werdet jetzt nicht gebraucht. Also das war jetzt nicht nur so ein Politikerschnack, würde man sagen, sondern ich sitze seit 7 Jahren in der Schweiz, aber so im letzten Jahr war es das erste Jahr, wo ich mir politisch mal wieder Sorgen gemacht habe. Ja. Um unsere Gesellschaft. Keines ist um die Partei, der geht es ja sogar noch gut davon. Das ist ja das Komische daran, aber nicht komisch, sondern das Schöne daran, aber
dass er einen so lange nicht freuen, sondern man hat ja Interesse daran, dass es seinem Land gut geht. Und wenn man sich anguckt, wie sich da so ein Land entwickelt, wo ganz vernünftige Menschen ganz komische Ideen plötzlich kriegen, weil die Politik, also die, die jetzt in der Regierung sind, ein bisschen bekloppt sind, ein bisschen irre. So. Dann, finde ich, braucht es jemand, der da frischen Wind reinbringt und das Richtige sagt. Ja. Also viel Erfolg, vor allem das, was jetzt kommt, Landtagswahl, Bundestagswahl und für eure Zeit und genießt die Zeit bei den Liberalen. Ein schöneres Schlusswort hätte ich wirklich nicht finden können, lieber Philipp. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, ich wünsche dir weiterhin, dass du zufrieden bleibst, dass du deine Projekte umgesetzt bekommst und berichte mal, wenn es das zweite Unicorn aus Vietnam gibt, dann werden wir nochmal ausführlich gratulieren. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Vielen, vielen Dank. Alles klar. Mach's gut. Dankeschön, ciao. Ciao, ciao.